Noch bis zum 18. Mai läuft in der Kunsthalle Kiel die Ausstellung Spontanes Kalkül mit Werken von dem Künstler Hans Hartung. Hans Hartung hat 1955 an der ersten Documenta in Kassel teilgenommen und 1960 die Biennale in Venedig gewonnen. Und seine Kunst ist vor allem geprägt von schwarzen Linienspielen vor hellen Hintergründen. Also es erinnert ein bisschen an chinesische Tuschmalerei. Und insgesamt gibt es in der Kieler Kunsthalle 50 Gemälde zu sehen und 60 Zeichnungen. Ganz besonders interessant sind da die Skizzen, denn damit erhält man einen Eindruck in die Arbeitsweise des Künstlers. Also das ist sozusagen die Vorarbeit und das Kalkül. Und die Gemälde an sich, das ist dann mit den geschwungenen Linien das, was den Eindruck von Spontaneität erzeugt. Und wenn ihr euch die Ausstellung anschauen wollt, Spontanes Kalkül, dann schaut jetzt mal ganz besonders rein, denn Tim Butenschön, Georgi Wolowitsch und Jorit Lange geben euch jetzt einen Einblick in die Ausstellung. Die Ausstellung Spontanes Kalkül des 1904 geborenen Hans Hartung zeigt neben der Gegenüberstellung von Zeichnung und Malerei auch erstmals Hartungswerkzeuge und Malutensilien. Dokumentarisches Filmmaterial gewährt Einblicke in die Arbeitsweise des Künstlers und in sein Atelier. Zu zeigen, dass sein Schaffen sich jenseits der Kunstzentren und des prominenten Kunstbetriebes weiterentwickelt hat, ist der Verdienst dieser Ausstellung. Noch bis zum 18.05. in der Kunsthalle.